Und damit herzlich willkommen zu einem aktuell neuen Let's Test bei mir auf dem Kanal. Wir spielen heute die OpenPCDE-Beta von Destiny 2. Ja, Destiny 2 wird, glaube ich, für den PC, ich meine am 24. Oktober erscheinen, für PlayStation, ich glaube schon irgendwann im September, also für die Konsoleros. Ich spiele das Ganze auf dem PC. Die Beta ist seit, ich glaube, vorgestern für Vorbesteller verfügbar, seit gestern für alle. Und ich spiele heute am 30.08. Und von daher würde ich mal sagen, legen wir direkt mal los. Ich habe das Ganze schon mal angespielt, um mal ein bisschen zu testen, worum es so geht und hier und da. Mal die Grafik-Settings einzustellen und bla blub blab. So, wir machen uns aber jetzt gleich erstmal einen neuen Charakter. Wenn er dann irgendwann mal fertig geladen hat hier. So. Wir spielen mit einem Titanen. Titanen sind diszipliniert und stolz, aggressiv in ihrem Angriff und ihrer Verteidigung, standhaft wie ein Fels in der Brandung. In diesem Spiel, wir machen jetzt hier in der ersten Folge die komplette Story aus der Beta. Die geht ungefähr eine halbe, dreiviertel Stunde. Und dann werden wir uns in der weiteren eins, vielleicht zwei Folgen nochmal den Multiplayer anschauen. Unter anderem den Raid und eben den ganz normalen Versus-Kampf. So, ich würde sagen, wir fangen jetzt mal direkt an, hier die Story zu spielen und werden jetzt gleich mit einem kleinen Video begrüßt. Und ich bin jetzt mal ruhig. Also, Ikora, wenn das ein Scherz sein soll, fällt mir schwer, es zuzugeben, aber ich wäre beeindruckt. Dich zu beeindrucken, Cade, ist echt ein Kinderspiel für mich. Es ist ernst, Leute. Zavala, das ist mein ernstes Gesicht. Guck doch. Ikora, was gibt's? Jemand oder etwas sabotierte die Skyline-Verteidigungssysteme. Die Comms sind seit den letzten Stunden unregelmäßig. Die Sensoren außerhalb der Mauer sind tot. Vielleicht ist es nur der Sturm. Vielleicht ist es... Was sagen uns die Satelliten? Nichts. Das ist gut, oder? Nein. Sie sind nicht da. Da sind keine Satelliten. Und das ist nicht gut. Kampfstationen! Zu mir! Jetzt! Halt durch! Wiederhole, Turmzentrale. Hier spricht City Hawk 723. Ist da jemand? Alle Kanäle sind still. Sogar die Notfallfrequenz. Was ist denn da los? Ich weiß, ich habe gesagt, du sollst nicht so schnell fliegen. Vergiss es. Flieg schneller.
unser Heim. Alles ist zerstört. Der Turm, die Stadt. Jo, da sind wir also. Frisch nach dem Angriff oder während des Angriffs sogar noch. Wir müssen jetzt... müssen wir überhaupt machen? Wir müssen unser Zuhause verteidigen. Interessant. Wie gesagt, ich habe das Ganze schon mal ganz kurz angespielt. Weiß so ungefähr, was so passieren wird. Ich habe es nicht komplett durchgespielt, aber... wie gesagt, die Story wird ungefähr eine halbe, dreiviertel Stunde, je nach Spielweise. Und ich würde mal sagen, wir fangen jetzt mal an. Kabale! Interessant. Dicke Rüstung, noch dickere Waffen. Riesige Weltraumnashörner. Erledige sie, keine Zeit für Fragen. Ich stelle auch schon keine Fragen. Was sind denn überhaupt für Waffen hier? Okay, das Ding gefällt mir besser. Oh, da sind ja noch zwei. Drei. Der kommt auf mich zugerannt. Geh weg. Hier Commander Zavala. Zivilisten, begebt euch zu den Evakuierungspunkten. Hüter, zur Piazza. Unsere Stadt wird nicht fallen. One shot. Ich muss ja sagen, die Grafik sieht ja schon geil. Wow. Hey, ihr zwei. Eine Sekunde. Zwei? Zavala, stell den Helden auf der Piazza. Ich bin gespannt auf mein Herzblatt hinter dieser Tür. Wird ein kurzes Date. Das weiß ich, was er mit zwei meint. Er meint mich und meinen Ghost. Wie gesagt, ich habe Destiny 1 damals auf Konsole immer ein bisschen gespielt. Ich konnte mich aber nie damit anfreunden, Shooter auf Konsole zu zocken. Weil das ist einfach nichts für mich. Ich komme überhaupt nicht drauf klar. Weil Shooter sind für mich, müssen mit der Maus gesteuert werden. So. Ja, ich bin schon da. Ja, okay. Ja, immer. So, wir kriegen hier eine neue Waffe. Arbeitstier gefunden. F1. So, was haben wir denn hier? Genetikwaffen. Das müsste Arbeitstier. Da genau, die haben wir gerade neu gekriegt. Alter, Phosphor MG4, 900. Wie schnell ist denn das Magazin leer bei 900 Schuss? Powerwaffen. Naja, ist unser Ghost. Noble Größe Typ 2. Panzerhandschuhe, da haben wir nichts Neues. Und Clan-Banner haben wir auch nicht. So, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal weiter. Ah, das ist doch mal eine dicke Wumme. Sieht aber echt genial aus. Also die Lichteffekte sind schon geil. Und tschüss. Ja, ich glaube, mit dem kann man ein bisschen was reißen. Das gibt schon ein bisschen was her. Ist man ein bisschen träge damit? Aber das passt schon. Ja. Okay, Doppeljump kann ich fliegen. Beziehungsweise für eine kurze Zeit zumindest. Turmhanger, die letzte Stadt Erde. Mal kurz sagen, da war doch gerade irgendwie was los. Er wird auch geschossen. Wow. Und tschüss. Okay, das Ding braucht ein bisschen lange zum Nachladen. Ist er weg? Nee. Ey, bleib hier. Okay, viel Damage macht die Pumpe aber nicht gerade. Wie viel Schuss brauchte ich denn da gerade, ey?
will, wie groß das Ding ist. Das muss ihr Kommandoschiff sein. Superkraft bereit. Aha, guck mal, ich bin hier oben. Wie aktiviere ich denn diese Superkraft? Ah, okay. Nice. Wie lange hält die aber nicht? Jetzt bin ich aber gleich im Arsch, ey. Uiuiuiui, das war eine knappe Kiste. Okay, sollte man sich vielleicht nicht allzu mit reinstürzen in die ganze Geschichte. Könnte nach hinten losgehen. Haben wir noch einen? Oder war es das? Ah, hier ist noch einer. Aber die sind dicker. Die greifen nicht nur die Stadt an. Schau dir den Reisenden an. Ja. Die große weiße Kugel, die Reisende. Also viel weiß ich leider aus der Story von Destiny 1 nicht mehr. Ich weiß aber nur, dass der hier dafür gesorgt hat, dass sämtliche Planeten hier irgendwie terraformt wurden. Und das flatscht ja so richtig, wenn man hier durch Wasser läuft. Flatsch, 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 flatsch. Wir haben sonst hier aber nichts, was wir irgendwie machen können, ne? Wir müssen hier gerade einer Linie folgen. Finde ich ein bisschen schade. Haben wir hier? Das ist eine Sackgasse. Wir müssen wieder in die Schlacht. Da läuft doch Musik, oder? Muss irgendwie aufspringen? Nö. Okay. Dann nicht. Dann, wo müssen wir überhaupt hin? Okay. Okay, mein Geist identifiziert diese Kabale andauernd als Rotlegion. Ikora, weißt du was? Nur Gerüchte. Sie sind eine Eliteeinheit der Kabale und bis in den Tod loyal ihrem Commander gegenüber. Bis heute. Ihre Gegner sind jetzt Hüter. Aber das ist irrelevant. Sie greifen den Reisenden an. Wir müssen sofort zu ihm. Negativ. Der Reisende kann warten. Wir werden unser Volk um jeden Preis schützen. Pumpiazza. Oh, schon wieder Mobs. Darüber? Hallo, chill mal. Okay, keine Muni mehr und hier liegt eine Granate neben mir. Was ist denn hier los, ey? Kommt die an? Wo sind denn die hin? Ach, da sind sie. Ey, geht weg. Ach, guck mal, wer ist hier hin? Bin der Spieler, okay. Neues Ziel. Verteidige den Turm. Ei. Die Rotlegion ist gut ausgebildet, aber wir sind besser. Wir halten die Stellung, bis der letzte Zivilist in Sicherheit ist. Ja, können wir versuchen, ne? Angriff! Nutze meinen Schild! Ja, dann mach. Ich glaube, es ist auch der aus dem Video, oder? Jetzt bin ich auch noch fast im Arsch. Ja.
Sie dürfen das Tor nicht erreichen. Die Rettungsschatten sind da drüben. Boah, ich tue mein Bestes. Wir halten die Stellung. Das Kommandoschiff kommt als nächstes. Schlag hin! Bleib innerhalb des Schiffs! Oh. Ihn ja gerade zerlegt? Ne, ich dachte, ihn hätte jetzt zerlegt. Gewehre. Zeig ihnen, was ein Hüter ist! Steht denn hier auch einfach nur rum, oder? Macht nichts. Wie viel kommen denn dann noch? Irgendwo welche? Moment, da hinten. Zavala, das letzte Shuttle ist weg. Aber der Sprecher hat es nicht geschafft. Ich werde nach ihm suchen. Ich übernehme die Piazza. Geh mit Ikora. Finde den Sprecher. Wird gemacht, Commander. Okay. Und so hin, da. Ich werde sterben. Ich werde sterben. Torfort! Ich kümmere mich darum! Dankeschön. Wir müssen den Sprecher finden. Neues Ziel. Lasse die Piazza und finde den Sprecher. Ernsthaft? Vom Nord. Boah, ich mir schon. Der Sprecher ist weg. Rotlegion, hier wäre niemandem mehr schaden. Und von mir könnt ihr keine Gnade erwarten. Zavala! Sie wird den Sprecher finden. Wir müssen zum Kommandoschiff. Begib dich zum Nordturm. Amanda Holiday wird dich abholen. Ist der Kollege jetzt eigentlich noch mit hier oder bin ich jetzt wieder alleine? Ich glaube, ich bin wieder alleine, oder? Das sieht ganz anders aus, würde ich wieder alleine spielen. Hier Kinetik, was sind das Nummer 3? Ja. Das ist noch irgendwo einer, meine ich doch. Zack, weg ist er. Ist gleich da. Sie wird dich auf dem Kommandoschiff absetzen. Ja, ja, alles cool. Mal quasi mein Leben nachladen hier. Mal gucken, ob ich sterbe. Scheint das hier so ein Dicker zu sein. Zack. Auch nicht Damage, ne? Zavala, hab den Hüter dabei, von dem du immer redest. Ihr müsst zum Hauptschiff. Jetzt! Halt dich gut fest!
Bitte. Unternimm was. Okay, Hüter. Geben wir ihn eins auf die Nuss. Ja, machen wir doch gerne. Immer mitten in die Fresse rein. Ja, Ladebalken. Danke. Ich will das Teil haben. Ihr unsterbliche Kommandoschiff. Neues Ziel, deaktiviere die Schilde. Hallo? Hallo, ich sehe dich. Wo ist der Dritte? Könnte helfen. Lass mich mal sehen. Was? Achso. Ja, dann Baupläne runterladen. Okay, der Schildgenerator sollte sich unten im Schiff befinden. Und tschüss. Bestimmt noch ein paar mehr. Sag ich doch. Oh, wieder so ein Dicker. Das Ding, nicht lange brauchen wir zum Aufladen, ey. Wo bist du? Ja, natürlich hat er sein Schild schon wieder. Dafür ist er jetzt down. Selber schuld. Dann stellt er sich mir hier auch in den Weg. Okay, dass da jetzt noch einer steht, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Kate, wie lautet dein Status? Die Munition wird knapp. Das Ding mit der Flammenpistole läuft nicht mehr so gut. Hat jemand von Ikora gehört? Nicht seitdem sie nach dem Sprecher suchte. Information! Information bei mir! Sie wissen, das ist immer so eingeklammert. Das ist ein Grund? Wow. Oh, komm, zeig dich. Sowieso schon längst gesehen. Ah, ich sehe da hinten noch mehr. Ah, ich will aber nicht runterfallen. Kann ich nicht, okay. Muni habe ich auf jeden Fall noch genug. Bist du nicht für ein Feigling, ey? Aha, ich sehe dich. Komm raus. War doch gerade was. Ist er weg? Oder bist du immer noch da? Ah, ich glaube, der ist weg. Oh nö, nicht schon wieder. Wo ist er hin? Da.
Ah, direkt mal nachladen, wenn ich hier eh schon hingehe. Aber mein Superkraft ist leider noch nicht wieder voll. Jetzt kann ich die jetzt benutzen. Was? Der wäre schon down. Wow, fuck. Okay, das war gerade eine relativ knappe Geschichte. Boah, Alter. Wieso stecken die eigentlich auf der Entfernung bei weitem weniger, bei weitem mehr ein? Das finde ich ein bisschen doof. Hallo, ich sehe doch, dass du da noch bist. Jetzt bist du da aber nicht mehr, jetzt bist du nämlich tot. Guck. Ach, das sind... Ah, okay. Das sind Haftgranaten. Wahrscheinlich mehr habe ich nicht. Komm, geh drauf. Noch mehr? Nee, mehr sind hier nicht. Der Schildgenerator sollte direkt vor uns sein. Was für Munition habe ich aber auch nicht mehr. Wow. Stimmt noch so ein scheiß Boss oder sowas, ey. Ey, die Munition geht mir gerade ein bisschen aus. Hab ich's doch gesagt, ey. So, dass meine Superkraft voll war. Okay, zerstöre die Turbinen, dann fallen die Schilde in sich zusammen. Ja, genau so. Komm ich da hinten jetzt hin? Die Temperatur steigt. Es funktioniert. Echt? Wieso lädst du jetzt nach? Okay, die Turbinen sind kaputt und nun? Zavala, geschafft! Die Schilde sind deaktiviert. Zavala? Bahne dir einen Weg aus dem Schiff. Amanda, wir kommen nach oben. Amanda! Ist da jemand? Was sollen wir bloß tun? Nichts. Willkommen in einer Welt ohne Licht. Da stimmt was nicht.
Schau mich nicht an, du Kreatur! Du bist schwach, undiszipliniert, versteckst dich hinter Mauern. Das ist kein Mut. Du hast nur vergessen, was Todesangst ist. Erlaube mir, dich zu erinnern. Ihr habt die Macht, die euch gegeben wurde, nie verdient. Ich bin Gor. Und dein Licht ist mein. Ich habe so die Vermutung, dass die Beta jetzt gerade vorbei ist. Und sie ist vorbei. Gut, damit würde ich sagen, ja, wir haben unseren neuen Erzfeind hier kennengelernt, Destiny 2. Also wird dieser Ghoul sein oder Gaul oder wie der auch noch heißt. Und ja, also ich finde, das grafisch ist das Spiel eigentlich ganz schick. Spieltechnisch ist es gewaltig flott manchmal, muss ich sagen. Es ist, ja... Gut, ich kann jetzt nicht viel zu sagen, das ist eine halbe Stunde Playtime. Das ist nicht gerade viel, es war nur reines Rumgeballer. Mehr war das jetzt nicht. Und da ist eigentlich noch nichts irgendwie vom MMO-Stil an sich gezeigt. Das war wirklich nur, hier hast du eine Waffe und renn rein, renn durch. Aber ich würde sagen, es sieht sehr interessant aus. Und wie gesagt, ich habe das Destiny 1 habe ich auf PlayStation 4 gespielt. Ein bisschen, ich sag mal 2, 3, 4 Stunden. Aber... Jetzt die Story an sich von Destiny 1 kenne ich nicht. Ich weiß, dass Destiny 2 knapp 2 Jahre nach Destiny 1 angesiedelt ist. Ich weiß, wer der Reisende ist und ich weiß ungefähr, wer die Hüter sind und bla bla bla. Also das weiß ich alles. Nur, wie gesagt, das Ganze wird sich dann hoffentlich noch ein bisschen erklären, wenn das ganze Spiel dann komplett ist, also veröffentlicht wurde und man das ganze Spiel komplett spielen kann. Ich hoffe mal, das ist ein bisschen einsteigerfreundlich und nicht, dass man das vorausgesetzt wird, dass man Destiny 1 gespielt hat, weil ich möchte ungern jetzt noch das komplette Spiel auf Konsole spielen müssen, weil Destiny 1 gab es ja leider nicht für den PC. Deswegen, es freut mich, dass es Destiny 2 zumindest jetzt für den PC gibt, auch wenn das, ich glaube, einen knappen Monat nach der Konsolenfassung erst veröffentlicht wird, was ich wiederum doof finde, aber gut. Irgendwie muss das Ganze ja auch ein Alleinstellungsmerkmal haben. Dass du das Ganze vorher auf Konsole gespielt hast und jetzt wieder auf Konsole kaufst. Gut, ich würde sagen, das soll es erstmal für dieses Video gewesen sein. Wir sind jetzt knapp 35 Minuten. Den Story-Mode haben wir jetzt in der Open Beta gesehen. Wir werden uns jetzt in den nächsten 1-2 Folgen noch den Multiplayer anschauen. Und ja, ich bin eh kein Multiplayer-Fan. Dafür mal ganz angesehen. Wird es wahrscheinlich ein Raid sein, soweit ich weiß. Und es wird ein oder zwei Versus-Kämpfe sein, die man spielen kann. Also Game-Modis, die man spielen kann. Aber wie gesagt, das schauen wir uns dann in der nächsten Folge an. Ich würde mich über Kommentare, was ihr jetzt zu dieser bisschen kleinen Einblick in Destiny 2 haltet, wie eure Meinung ist, ob ihr das Spiel jetzt schon feiert, ob ihr noch ein bisschen zurückhaltender seid. Wie gesagt, ich habe selber auch noch nicht vorbestellt. Ich werde auch keine Spiele mehr vorbestellen nach dem No Man's Sky Desaster letztes Jahr. Und ja gut, wie gesagt, lasst mir einen Kommentar da, würde mich über ein Like freuen und wir sehen uns dann wahrscheinlich im nächsten Video wieder. Also bis denn, schönen Abend euch noch. Tschüss.